Nichts gut für kleine Kinder. Willkommen zurück im nächsten Teil unserer Far Cry 4 Live-Serie über die Kampagne. Wir sind Lead Gaming und wünschen euch viel Spaß. Wie ihr seht, versuche ich mich hier gerade nicht wirklich blicken zu lassen. Die Aufgabe beinhaltet 6 Scharfschützen auszuschalten. Einen habe ich schon gekriegt. Mal schauen, was mit den anderen beiden aussieht. Auf Türmchen klettern und hoffen, dass sie einen nicht gerade sehen. In die Hocke gehen. Sind erledigt. Gute Arbeit, ich leite den Anzug ein. Jetzt geh zum Kontrollturm und ruf mich an, wenn du da bist. Gut, begeben wir uns zum Kontrollturm. Wichtig ist es dabei, den Kommandanten nicht zu alarmieren. Dieser Helikopter sieht mir ein wenig unsympathisch aus. Dran platzieren geht also. Das ist zwar eine Flinte, aber irgendwie gefällt mir meine Metalldämpfer besser. In Position. Bleib da und halte den Rücken frei. Ich habe noch was zu erledigen, bevor wir reden können. Wenn bei dem Treffen was schief läuft, gebe ich dir ein Signal. Was für ein Signal? Wenn ich Reaganomics sage, fängst du
economics? Okay. Ich halte diesen Kanal offen, aber sei ruhig. Ich brauche keine Ablenkung, der Typ ist ein kleines bisschen sprunghaft. Verstanden? Verstanden. Gut, dann mal los. Ich hab die Ware hier, genau wie Sie wollten. Es gibt eine Planänderung. Was soll das? Ich sagte Planänderung. Juba will, dass ich sie zu dir bringe. Ist das ein Witz? Das können Sie nicht tun. Sie hatten ein Deal. Sie und Ihr Flugzeug werden schön hierbleiben. Ich bringe Sie zu Juba. Wir sollten darüber reden, okay? Da gibt es nichts zu bereden, Freundchen. Wo ich herkomme, ist ein Deal ein Deal. Sie können ihn nicht ändern. Das ist unamerikanisch. Jetzt reisen wir langsam. Kennen Sie sich mit Reaganomics aus? Eine gesunde Politik, die finanzielle Zukunft der USA gesichert hat. Juba sagt... Nun mitten im Dorf gespawnt. Schauen hier, was noch so nützliches rumliegt. Medipack. Kiste. Nur nirgends steht eine RPG. Das heißt, das beeindruckt ihn nicht wirklich. Wir sinken, Leute. Packt euch für diesen Fight unbedingt ein RPG ein. Oder einen Granatwerfer. Ich versuche gerade herauszufinden, ob ich es da oben an die Mörserposition schaffe. Dann versuche ich das Ganze hier mit dem Mörser. Und so kann das nicht wirklich angehen. Nachricht ein, Butterblümchen! Sieht aus, als hätten Sie ein kleines Spielchen bemerkt! Ihr habt es in der Mitte zu Stadt für meinen Geschmack! Ich gehe jetzt weg und mach dich mal nützlich! Schalt die Mörder-Teams aus und alle, die kommen!
decken wir sie mit Mörserfeuer ein. Dann räumen wir mal ein bisschen auf hier. Gut, jetzt kann ich mich mit Willis treffen. In aller Ruhe. Jahre und ich weiß immer noch nicht, ob das Abwasser hier so stinkt oder nur der Mangel an Hoffnung. Ich möchte gar nichts. Diese Verkleidung brauche ich jetzt wohl nicht mehr. Also, wer sind Sie eigentlich? Sieh dich an. Amerikaner im Innern und dennoch zu gebrauchen. Du bist der perfekte Wolf im Schäfermantel. Besser als der Sunny Boy, den ich beim letzten Einsatz babysitten musste. Ihr seid aber beide Patrioten, würdet beide jedes Mal die Hand aufs stolze Herz legen, wenn am 4. Juli die Nationalhymne im Stadion gesungen wird. Dennoch zu gebrauchen? Ich arbeite für Langley, Agent Willis Huntley. Langley? Also CIA? Alles, was du über deinen Vater wissen musst, steht in der Akte. Welche Akte? Die in dem Flieger, den gerade angeht. Oh, Scheiße! Hey, das wirst du brauchen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Teil.